Spiel im UEFA Cup überstand die Baric 11 ohne Gegentor. Ein Spieler ist bereit, Pfeife. Die Anspannung war dennoch groß. Zum Mann des Tages avancierte Tormann Otto Konrad, der einfach alles hielt, was es zu halten gab, wie diese Möglichkeit von Bursak. In der Schlussphase warfen die Belgier alles nach vorne, um zumindest den Rückstand aus dem Hinspiel aufzuholen. Plötzlich tauchte Lehnhof allein vor Konrad auf, doch auch er vergibt diese Möglichkeit. Noch einmal sehen wir in der Wiederholung die Glanzparade von Otto Konrad. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich riesig auf dieses heutige Spiel gefreut. Und ich glaube, das war die Voraussetzung, um hier vollkommen frei von nebensächlichen Gedanken zu sein, um eine gute Leistung zu bringen. Das zu Null war heute am schwierigsten zu halten von allen Europacup-Begegnungen, glaube ich, in dieser Saison. Ja, sicherlich. Also da waren sicherlich einige sehr hochkarätige Chancen dabei. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich werde es mir jetzt im Fernsehen anschauen. Ich habe es den Journalisten schon gesagt und die Aktion, die ich für am gefährlichsten finde, werde ich Ihnen nachher mitteilen. Was bedeutet das eigentlich für einen Tormann, so ein Bollwerk zu sein? Ja, in erster Linie möchte ich mich einmal bei denjenigen bedanken, die euch zur Wege gebracht haben, dass ich hier in Salzburg spielen kann. Das war ja vor einer Jahr sicherlich schon mehr oder weniger nicht mehr der Fall. Und ich muss sagen, für Salzburg freut es mich irrsinnig, also mal den, ich möchte fast sagen, den größten Erfolg in der Clubgeschichte, dass ich hier dabei bin. War es auch Ihr größter Erfolg? Ja, auf jeden Fall, sicherlich. Erst 5 Minuten vor dem Schlusspfiff fiel in diesem Herzschlagfinale eine Vorentscheidung. Wolfgang Feiersinger beendete in der 84. Spielminute den Nervenkrieg. Nach Vorlage von Franz Aigner, der bei seinem Debüt in einem europäischen Bewerb gut gefiel, überspielte Feiersinger Tormann Swieler und noch Emmerichs und schob den Ball dann scheinbar seelenruhig ins Tor. Schlag 21.40 Uhr stand SV Casino Austria Salzburg somit in der dritten Runde des UEFA Cups. Martin! Die letzten Spielsekunden waren angebrochen. Dann durfte man seiner Freude freien Lauf lassen.